Hallo, hier ist Mystery Detektiv. Heute bin ich hier zu Gast und darf eine Sprechrolle übernehmen. Mein Kanal findet ihr in der Infobox. So, dies ist also der berühmte Werwolf aus der Kiefernwacht. Ich habe schon einiges von euch gehört. Die Rekruten reden über euch wie über ein Gespenst. Habt ihr geglaubt, ihr könntet euch in den Höhlen unter dem Haus verstecken? Habt ihr gedacht, wir würden euch einfach in Ruhe lassen? Wir? Die zukünftigen Herrscher von Himmelsrand? Die stärksten Wesen aus ganz Tamriel? Nun, ich muss zugeben, von einem Werwolf habe ich weniger Tücke erwartet. Eure Fallen waren, sagen wir mal, einfallsreich. Für einen Hund wie euch. Sie haben mich wertvolle Soldaten gekostet. Dafür werdet ihr bezahlen. Das verspreche ich euch. Doch ich will, dass ihr bei vollen Kräften seid, wenn ich damit anfange. Ihr sollt so lange etwas von der Folter haben, wie nur möglich. Kaela, Mädchen, kommt her. Ja, Meister Akoto? Kümmert euch um dieses Tier, bis ich etwas anderes befehle. Kalem erwartet mich. Natürlich, Meister. Hier, ich habe einige Tränke vorbereitet. Einen Heiltrank, den wir auf den Wunden verteilen werden, und auch noch einen Trank gegen Krankheiten, um vorzubeugen. Also, ich würde vorschlagen, dass wir als erstes einmal das Blut von eurer Haut waschen. In Ordnung, ich habe alles hier. Dreht euren Kopf zur Seite. Genauso. Sehr gut, und jetzt den Kopf zur anderen Seite drehen. Ich zähle bis drei. Dann werde ich dieses Stück Stoff um euren Arm binden. Ich werde fest zuziehen, sodass die Blutung gestoppt werden wird. Bitte lasst erst los, wenn ich bis drei gezählt habe. Auf drei. Auftragen. Das ist eine Mixtur aus Veits, blauen Bergblumen und Säbelzahntigerauge. Sie ist so stark konzentriert, dass es nur einige Tage
Tage dauert, bis eure schlimmsten Wunden verheilt sind. Haltet still. Meister Sakoto hat öfter davon erzählt, dass ihm die Werwölfe im Himmelsrand ein sehr großer Dorn im Auge sind und dass er etwas dagegen tun möchte. Er hat schon mit Organisationen wie die Silberne Hand zusammengearbeitet. Doch das führte nicht zu dem Erfolg, den er sich erhofft hatte. Wir wissen von einer Organisation in Weißlauf, welche von Werwölfen geleitet wird. Und ich denke, weil ihr nicht zu dieser Organisation gehörte, Meister Sakoto euch ausgesucht, um ein Versuchstier für seine Experimente zu sein. Er will herausfinden, wie man einen Werwolf schnell und einfach auf effektivste Art und Weise töten kann. Deswegen seid ihr hier und deswegen soll ich euch wieder gesund pflegen. Ich hoffe, dass Meister Sakoto ein Mittel findet, Werwölfe schnell zu töten. Beide wissen, dass es nicht dazu kommen wird. Lasst euch nichts anmerken. Ihr und ich werden verschwinden, sobald ihr wieder in der Lage seid, aufrecht zu stehen. Ich werde mein Bestes tun, um euch gesund zu pflegen. Das Gute daran ist, dass es mir selbst von dem Meister aufgetragen wurde. Keiner wird Verdacht schöpfen, wenn ich euch... Kaela! Kaela, hörst du nicht? Ja, Meister. Bodendrei will dich bei der Schmiede sehen. Geh schon. Natürlich, Meister Sakoto. Wir sehen uns. Hat sie sich gut um euch gekümmert? Das war zu erwarten. Wisst ihr, ich habe eine Frage an euch. Kennt ihr diesen Dolch? Dieser Dolch wurde in einer Kiste neben eurem Bett gefunden. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass ihr uns so viele Probleme bereitet habt. Ich denke, jemand hat euch gewarnt. Und ich bin mir schon sicher, wer es war. Denn diesen Dolch habe ich ihr persönlich geschenkt. Euer Blick sagt schon alles. Schade. Ich dachte, es könnte etwas aus der Kleinen werden.
Jetzt muss ich mir für sie auch noch etwas einfallen lassen. Obwohl, vielleicht lässt sich euer Schicksal mit dem ihren verbinden. Ich könnte sie gegen euch kämpfen lassen. Das macht euer und ihr Ende dann wenigstens unterhaltsam.